Hi Ladies, Cardi hatte mich gefragt, ob ich ihr ein Outfit zusammenstellen kann für ein Business Dinner. Es sollte aber kein 0815 Outfit sein, sondern es sollte ein Kleid mit Schößchen sein und etwas ganz Besonderes, damit sie wirklich auffällt. Und ich glaube, es ging um eine Beförderung oder Co. Natürlich auch sie sich damit ein bisschen ins Mittelpunkt drücken kann. Und ich weiß, der Abend ist perfekt verlaufen. Wie hat sie geschrieben? Es war einer der Abende, die sie nie vergessen wird. Und damit ihr das Outfit auch zu Gesicht bekommt, habe ich euch das heute nochmal zusammengestellt. Aber bevor ich euch das Outfit komplett vorstelle, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder größer sehen wollt, die Tipps und Tricks, die alle Links, dann klickt hier einfach drauf oder auch unterhalb vom Video findet ihr dazu nochmal alle Hinweise, um wirklich das Outfit bis ins kleinste Detail nicht zu verpassen. Und für Cardi habe ich hier ein Kleid, ein Schößchenkleid herausgesucht, was gar nicht so einfach zu finden war, weil es sollte ja wirklich was Besonderes sein. Und wie ihr seht, es ist was Besonderes. Denn ich habe hier ein Kleid herausgesucht, was komplett mit Spitze verziert ist, mit schwarzer Spitze. Aber das war mir noch nicht genug, sondern der Unterstoff von der Spitze, wo quasi die Spitze draufgestickt worden ist, ist mit einem glänzenden, bronzefarbenen Stoff veredelt quasi, damit ein wirklich schicker, edler Kontrast zur Spitze kreiert wird und somit sowas wie hier wirklich entsteht. Und es sieht einfach wirklich genial aus. Was Hochwertigeres gibt es meistens in so einem Bereich dann wirklich nicht mehr. Außer man bezahlt dann noch hinten mit 1, 2 Nullen hinten dran, dann kann man natürlich noch mehr verlangen. Aber bei dem Preisgefüge wirklich perfekt. Und ich weiß, wie gesagt, Kathi hat mir geschrieben, sie liebt es. Und ich glaube, sie trägt auch deswegen gerne Schößchenkleider, weil sie damit ein paar Pölzerchen wegreduzieren kann. Das vielleicht auch als Hinweis, wenn ihr im Taillenbereich euch nicht so wohl fühlt, sind Schößchenkleider wirklich das Eyecatcher, um wirklich Sachen ein bisschen zu reduzieren. Aber das Kleid alleine hat Katja nicht glücklich gemacht, sondern das Komplettoutfit. Und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und Katja habe ich hier ein Pump dazu empfohlen, was aus einem Material ist, so ein Zwischending zwischen matt und glänzend. Und das war mir auch so wichtig, weil man findet doch nicht so oft Schuhe, die entweder komplett matt sind oder glänzend. Aber so ein Zwischending war doch relativ schwierig zu finden. Und es ist wichtig, weil sonst gibt es so einen Bruch im Stil des Kleides. Und ihr werdet es auch sehen, wenn ihr es euch anschaut, es ist eine Harmonie. Und auch darauf geachtet natürlich, dass der Schuh bequem ist. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat der Schuh eine Höhe von 7,8 cm. Also auch sehr, sehr bequem zu tragen und macht euch wirklich schlanke Beine. Das kann ich euch versprechen. Und allein die Pumps und das Kleid, I love it. Aber das war mir noch nicht genug. Hier kommen gleich noch zwei Sachen, die diesem Kleid wirklich zwei Sachen oben drauf setzen, was ihr lieben werdet. Denn ich habe hier noch eine Handtasche, besser als eine Klatsche herausgesucht, die zum Kleid nicht besser passen könnte. Ihr seht sie, die Klatsch ist auch komplett mit Ornamentik verziert, auch mit diesen Höhenunterschieden wie beim Kleid, dass das wirklich, ja, sehr, sehr edel und schick wirkt. Und das Schöne an so einer Klatsch ist natürlich, man kann sie entweder mit der Kordel über die Schulter tragen, in der Hand, am Handgelenk, und ja, Platz, Stauraum ist auch genug drin, um halt nichts zu vergessen. Und ihr seht, ich habe an alles gedacht, damit dieses Outfit für Cardi perfekt ist. Und vielleicht gefällt es euch ja auch. Aber zum Schluss habe ich schon überlegt, ich möchte noch was mit Schmuck machen. Aber nicht zu viel, lieber ein was, aber das richtig, dass es richtig reinknallt sozusagen. Und da habe ich ihr hier eine Goldkette, ein Armband herausgesucht, was sehr, sehr wertvoll ist. Also dieses Kettchen ist wirklich aus Gold mit über 14 Diamanten verziert und gibt den ganzen Outfit nochmal wirklich dieses mega i-Pünktchen. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Ich weiß, es ist nicht günstig, aber wenn ihr sowas zu Hause habt oder das Geld habt, euch sowas zu kaufen oder sowas ähnliches findet, das vielleicht ein bisschen günstiger ist, dann ist das
ein i-Pünktchen, so einen Outfit. Und ich verspreche euch, wenn ihr so ein Outfit euch zusammenstellt, werdet ihr den Abend wie Cardi verleben und wirklich damit glücklich sein. Und damit ihr wie Cardi ein Outfit genau auf euch zusammengestellt bekommt von mir, da gebe ich euch den Tipp, schreibt mir hier unten in den Kommentaren so genau wie möglich, was ihr vorhabt, was für eine Veranstaltung, wie ihr aussieht, wie groß, welche Haarfarbe, also so detailliert wie möglich. Und dann kann ich vielleicht morgen schon genau dein Outfit online stellen und dich hoffentlich damit natürlich glücklich. Und damit ihr natürlich diese Outfits und diese Videos nicht verpasst, empfehle ich euch, mich hier oben einfach zu abonnieren und verpasst in Zukunft kein Outfit und natürlich die dazugehörigen Deals nicht. In diesem Sinne, Cardi, danke für das schöne Feedback und euch wünsche ich mit diesem Outfit viel Spaß.